Hi! Lass uns endlich rein. Schließlich haben wir etwas für dich. Eine Zusammenstellung mit den besten Überwachungsaufnahmen. Los geht's! Die Freilandhaltung scheint auch einige Nachteile zu haben. Sie wissen noch nicht, dass da gleich ein Monster um die Ecke kommen wird. Was muss eine Ratte überhaupt essen, um so groß wie ein Pudel zu werden? Der Blaue erwies sich als ein harter Bursche. Er hat es natürlich vermasselt. Aber wozu wollte er da überhaupt ein Glas aufstellen? Animatoren haben es auch nicht leicht, an solchen Quests zu arbeiten. Die Pfannkuchen werden hier nach einem besonderen Rezept hergestellt. Es hätte ein Schild "Achtung, Rutschgefahr" aufgestellt werden müssen. Gleich wird sich ihnen noch ein Freund anschließen. Er wollte einfach spektakulär aufkreuzen. Solch eine Frisur würde selbst Trevor aus GTA beneiden. Sei einfach genauso gelassen bei der Arbeit wie dieser Typ. Bis zur Oscarverleihung ist es noch lange. Thank you.
So stirbt die letzte Nervenzelle ab. In erster Linie bringt dieser Typ eine gute Laune. An einigen Orten wartet man bereits auf Halloween. Dieser Seufzer. Für solche Manöver sollte ihm der Führerschein entzogen werden. So sehen echte Gefühle aus. Der Merapi-Vulkan auf der Insel Java veranstaltete vor kurzem ein wahres Spektakel. Gabelstapler gehen zwar manchmal in Deckung, aber nur um Kraft zu tanken. Wegen dem Blatt Papier ist er beinahe aufgeflogen. Es ist beängstigend, sich vorzustellen, was für ein Hund solch ein Schloss bewachen könnte. Gewächshäuser werden allerdings noch viel besser bewacht. Dabei haben sie die Katze selbst dort untergebracht. Mit Hunden passiert so etwas auch. Man hat das Gefühl, dass die Handschaufel ihm nicht allzu groß helfen wird. Musik.
2:0 für die Bulldogge. Der Fahrer hat es nicht einmal bemerkt. Deshalb fand die Altpapiersammlung ohne ihn statt. Neben dem Wort Produktivität sollte sich immer ein Foto befinden. Dieser Bursche hat das Bonbon zusammen mit der Verpackung aufgegessen. Gib uns ein Like, wenn du auch schon mal an seiner Stelle gewesen bist. Wer hätte gedacht, dass Trampoline so gefährlich sein können? Mach ihm doch endlich die Tür auf! Bei einem Überfall auf einem Parkplatz rechnet man überhaupt nicht damit, so etwas zu sehen. Wenn er damit diese Frau beeindrucken wollte, dann ist es ihm leider nicht gelungen. Nach solch einem Siegestanz haben sie sich Freikarten für das nächste Spiel verdient. Das war's für heute. Gib uns ein Like, wenn du eine tolle Zeit mit uns hattest. Schau in die Kommentare und bis bald. Warte mal eine Sekunde. Willst du verrückte Geschichten aus dem echten Leben hören? Nichts Ödes, nur Action, nur Abenteuer, Jagden und Kämpfe, Liebesgeständnisse und plötzlicher Betrug. Du glaubst uns nicht? Folge dem Link und schau es dir selbst an. Unser Animationskanal Persönliches Tagebuch enthüllt die dunkelsten Geheimnisse. Vergiss nicht zu abonnieren.